Korrektur von Vermögenswerten in Indien, Disruption durch Starlink. Heute sprechen wir über den REIT American Tower. Ja, wer was ist American Tower? American Tower besitzt und betreibt über 220.000 Mobilfunkmasten in den USA, in Asien, in Lateinamerika, Europa und Afrika. Also sozusagen wirklich überall. Ebenfalls betreibt das Unternehmen 25 Rechenzentren, ist sozusagen einer der Marken im Mobilfunksektor, der mit zunehmender KI-Tendenz und Co. immer interessanter wird für Aktionäre, für Investoren. Die Q3-Zahlen von Unternehmen waren ebenfalls sehr, sehr gut und wir schauen uns das Unternehmen heute mal im Detail an und auch ob die Erholung in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, die wir hier gesehen haben, jetzt so weitergeht. Damit wieder, schön, dass du dabei bist, American Tower. Wir haben hier die Kurse in Dollar, schauen uns nachher auch nochmal die Kurse in Euro an und dann auch wieder so, wann und wo man hier einsteigen könnte. Ja, zunächst eine Dividendenrendite von ungefähr 3%. Eine Marktkapitalisierung von ungefähr 100 Milliarden Dollar, das heißt so 90 Milliarden Euro müssten das ungefähr sein. Aber auch eine Aktie mit einem Beta-Faktor von 1,24, der doch etwas höher ist im Vergleich zum Gesamtmarkt. Zugegeben, das Unternehmen ist mit einem Gründungsjahr von 1995 auch noch gar nicht so alt, aber mit über 6.000 Mitarbeitern doch relativ gut am Markt angekommen und auch nicht so schlecht positioniert. Wir haben hier auch extrem gute Steigerungsraten von den Dividenden, aber auch einen hohen Free Cashflow bzw. eine höhere Ausschüttungsrendite. Fangen wir aber hier echt mal etwas weiter vorne an. Denn wir gucken mal hier uns einmal die Region an. Die hatten wir eben schon erwähnt. Auch die Umsatzquellen nach Geschäft. Klar, der kleine Bereich der Data Center mit dabei. Aber ansonsten als REIT typisch Immobilien in Anführungszeichen, denn auch Funkmasten sind irgendwo Immobilien. Ja, die Unternehmenskennzahlen, das, was wir bei Bayer etwas kürzer gemacht haben, machen wir hier mal etwas größer. Wir haben einen Gesamtumsatz. Machen wir das Ganze mal pro Jahr, dann sehen wir das etwas besser, der jedes Jahr steigt. Wir haben ein Umsatzwachstum von teilweise 6-17% in den letzten 2-3 Jahren gesehen. Und der Umsatz ist, nochmal zur Erinnerung, die Gesamtmenge an Geld, die das Unternehmen durch den Verkauf seiner Produkte, seiner Dienstleistungen in dem Fall besser gesagt, erwirtschaftet. Und natürlich eine steigende Umsatzentwicklung ist für das Unternehmen tendenziell mal ein Wachstumsindikator. Umsatzwachstum hingegen ist die Prozentzahl, in der das Wachstum des Umsatzes einfach voranschreitet. Was ist denn dabei noch wichtig? Wichtig ist zum Beispiel die Bruttomarge. Die Bruttomarge ist hierbei der Prozentsatz des Umsatzes, der nach Abzug der Kosten übrig bleibt. Das heißt, hier kann man eigentlich sagen, wie hoch der, wie gut das Unternehmen wirtschaftet, abzüglich der Kosten. Mal ganz grob so formuliert, ist immer ein bisschen schwierig, wer die Begrifflichkeiten noch nicht kennt, aber ich hoffe, man kann es sich etwas vorstellen. Dann haben wir noch das EBIT. EBIT ist die Earnings Before Interest and Taxes, also der operative Gewinn des Unternehmens, in dem die Betriebskosten vom Umsatz abgezogen werden. Das EBIT schauen wir uns mal hier unten an. Das wächst nämlich auch ziemlich konstant fürs Jahr 2023, erwarten wir hier beim EBIT sogar schon ungefähr 3,7 Milliarden und soll steigen bis im Jahr 2027. Das sieht man jetzt hier in der Grafik leider nicht, haben wir aber mal recherchiert, bis auf fast 6 Milliarden. Und dabei ist die EBIT-Marge, das ist der Prozentsatz, wie viel vom Umsatz als operativer Gewinn wirklich übrig bleibt, fast durchweg über 30% und in den nächsten Jahren soll der sogar teilweise bis auf über 40% anwachsen. Was wir noch sehen können, ist zum Beispiel der Gewinn und der Cashflow hier. Ja, Cashflow ist prinzipiell immer auch, ob ein Unternehmen liquide ist. Und wir wissen es, REITs müssen einen Großteil ihres Gewinns vom Free Cashflow, also von dem Cashflow, den sie zur Verfügung haben, auch an Aktionäre ausschütten, um steuerlich begünstigt zu sein.
Und das Ganze hier sieht erstmal fast durchweg positiv aus. Natürlich gibt es immer ein paar Investitionen, die das Ganze etwas nach oben ziehen oder nach unten drücken. Aber wenn man die Zahlen jetzt hier mal versucht, etwas zu glätten, dann schaut das hier wirklich nicht so schlecht aus. Hier unten sehen wir nochmal die Themen mit Bruttomarge. Das ist das, was wir eben hatten. Ähnlich sieht es aber auch mit der EBIT-Marge. Hier haben wir noch die DA-Marge, die ist dann logischerweise etwas höher, denn hier kommen noch Abschreibungen und Co. mit dazu. Die Nettogewinnmarge ganz unten, das sind hier aktuell um die 20%. Das heißt, das Unternehmen macht auf jeden Fall gut Gewinn und auf die gesamte Vermögensstruktur, denn ein Unternehmen hat ja nicht nur Eigenkapital, sondern auch Fremdkapital, für das es teilweise dann wieder Zinsen aufwenden muss. Und das ist ja in den aktuellen Tagen doch immer wieder ein Thema, wo man etwas genauer hingucken muss. Aber auch hier die Eigenkapitalrendite bei 13%, Rendite auf investiertes Kapital bei 1%, das könnte doch deutlich besser sein. Aber jetzt schauen wir uns mal die Sachen an, die als Dividendeninvestor, als Cashflow-Investor wirklich wichtig sind. Und das sind die Dividenden. Und die Dividenden hier read typisch von der Ausschüttungsquote bei annähernd 100%. Kann mal etwas drüber hinausschießen, sollte sich im Mittel aber decken. Und innerhalb der letzten 10 Jahre wurde die Dividende nicht gesenkt. Sie wurde in den letzten 10 Jahren aber auch erst gesteigert. Denkt nochmal dran, das Unternehmen, das gibt es noch keine 30 Jahre. Von daher gibt es ja auch noch nicht den Status des Dividendenkönigs. Da hat es nämlich doch nochmal etwas zu tun. Aber die Steigerungsraten sind sehr, sehr gut. Die Dividende in den letzten 5 Jahren wird durchschnittlich um über 15% gesteigert, in den letzten 10 Jahren um fast 20%. Und auch die Steigerung, die erwartet ist, liegt hier bei fast 10% für die nächsten 2-3 Jahre. Und das sind Zahlen, die natürlich für ein verhältnismäßig kleines Unternehmen in dem Bereich, aber ein verhältnismäßig sicheres Unternehmen, was den Datenverkehr, die künstliche Intelligenz und Co. angeht in den nächsten Jahren, doch schon so mitbringt. Ausgeschüttet wird hier quartalsweise und auch ziemlich konstant. Dann schauen wir uns doch mal, hier unten die Dividenden. Sonderdividenden, muss man hier auch dazu sagen, gibt es an der Stelle leider nicht. Aber gut, das muss auch nicht immer so sein. Gut, dann fangen wir mal an, was die Analysten so sagen. Und hier haben wir ein interessantes Bild. Denn auf der rechten Seite sehen wir, die Analysten in den letzten 3 Monaten sind durchweg bei einem starken Kauf. 14 Analysten sagen kaufen, 4 sagen noch kaufen, nicht mehr so extrem. 3 sagen halten, keiner sagt verkaufen. Trotzdem haben wir ein Minimalziel, was etwas unter den aktuellen Raten liegt von $206 pro Aktie. Und wenn wir uns diese $206 pro Aktie jetzt mal selbst anschauen, dann wird euch hier wieder klar, dass wir von 150, jetzt stellen wir den Kurs erstmal wieder auf Euro um, dass wir damit vielleicht auch hier in unserer Sprache etwas mehr anfangen können. Genau, hier sehen wir also, dass der Kurs von ungefähr 150 Euro wieder um 40 Euro hochgelaufen ist auf 190 Euro. Und das ist natürlich wieder ein Punkt, wo man sagen könnte, wir sind etwas spät dran. Auch wer jetzt noch Kapital an der Seite hat, Kapital für Seite zu haben, ist nie verkehrt. Aber die letzten Wochen liefen an der Börse fast durchweg sehr, sehr gut. Mal Bayer von gestern ausgeklammert, aber das hat nochmal Sonderfaktoren. Aber hier bei American Tower, wo wir jetzt gerade sind, ist das Thema wirklich das, dass man hier eine Position aufbauen kann. Wir persönlich glauben nicht, dass Starlink den extrem breiten Traffic, den wir haben, austauschen oder auch ersetzen kann. Wir sehen es bei den Zahlen von der Telekom, wir sehen es bei Zahlen von der Freenet und auch bei den Zahlen von American Tower. Wir brauchen dieses Breitbandnetz, was wir momentan haben, wirklich um alle Daten von A nach B zu bekommen. Und Starlink ist zumindest unserer Meinung nach eher eine Technologie, um die Daten überall hinzubringen. Das heißt, in sehr entlegene Ortschaften oder da, wo man kein Handynetz hat oder wo man vielleicht nur so mittelstarke, schnelle Datengeschwindigkeiten benötigt. Natürlich gibt es hier auch schon sehr, sehr gute Technologien von Starlink, die auch relativ flott sind. Aber für die Datenmenge, die wir haben, ist zumindest Stand heute und auch nur unserer Meinung nach Starlink, sprich Elon Musk, noch nicht auf dem Stand, dass er hier alles ablösen konnte. Dementsprechend
die Zahlen oder auch die Zukunft für Merck & Tower positiv. Die Q3-Zahlen waren zuletzt sehr, sehr gut. Das Unternehmen könnte noch lange eine gute Zukunft haben. Er wächst sehr, sehr stark, auch mit guten Zukäufen. Und hier würden wir auch trotz der Gefahr, dass wir erst 40 Euro nach oben gelaufen sind, eine erste Position mit ungefähr 50% aufbauen, wenn wir es noch nicht gemacht hätten. Bei uns im Depot ist die Aktie ja leider noch relativ schlecht von der Performance her mit minus 25%, aber da machen wir uns relativ wenig draus. Bei Bayer hingegen zum Beispiel war das Thema wirklich das Management, das Vertrauen ins Management und auch so, wie sich die Gerichtsstreitigkeiten da positionieren. Bei American Tower haben wir prozentual natürlich verschuldungstechnisch und auch bewertungstechnisch ein anderes Niveau. Das kann man bei REITs ja nicht ganz so einfach mit dem KGV machen, sondern mit dem Adjusted Funds from Operation Prinzip. Das hatten wir in einem Video von ADC Properties, also schau da auch gerne vorbei. Und für uns American Tower 50% jetzt und dann einfach mal abwarten, wie das Ganze entwickelt. Aber der Fuß sollte unserer Meinung nach doch schon mal in der Tür stecken. Ja, wenn du das Ganze genauso siehst, wenn du das Ganze anders siehst oder wenn du noch andere Argumente dafür oder dagegen hast, lass uns die wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du Aktien hast, die vielleicht in derselben Branche sind, aber ja, einfach andere Unternehmen sind, vielleicht auch bessere Aktien sind, dann lass uns auch das immer gerne wissen, denn wir leben irgendwo auch von der Schwarmintelligenz. Und dann freuen wir uns auf das nächste Video. Morgen ist es wieder soweit. Wir freuen uns, dich auch dort wieder zu sehen.